Heute geht's um die hier. Vapes. Die E-Zigaretten sieht man immer häufiger. Sie sind bunt und riechen wie Gummibärchen. Wirkt erstmal harmlos, oder? Aber sind sie das auch? Das kläre ich jetzt. Und zuerst bin ich hier verabredet. Das ist ein Geschäft, das auf Vapes spezialisiert ist. Gehen wir mal rein. Das ist Nick. Er arbeitet hier und ist Experte in Sachen Vapes. Hi Nick. Hi. Wow, ihr habt einiges im Regal. Also hier steht wirklich was rum. Erklär mal, also was verkauft ihr hier alles? Grundsätzlich E-Zigaretten, Vapes, Mehrweg, Einweg. Verschiedene Geschmäcker, verschiedene Marken, die dann einfach nochmal ihren eigenen Geschmack irgendwann so rausbringen. Neben den verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es zwei Arten von Vapes. Mit und ohne Nikotin. Nikotin ist der Stoff, der auch in Zigaretten steckt und süchtig macht. Egal ob mit oder ohne Nikotin. Für unter 18-Jährige ist Vapen in Deutschland verboten. Ich möchte das ja mal verstehen. Also wie funktioniert denn so ein Vape? Nick zeigt mir, was drin steckt in den Vapes. In diesem Wattebausch ist eine Flüssigkeit mit Geschmack. Das Liquid. Mit einer kleinen Batterie wird es erhitzt und verdampft. Und diesen Dampf atmet man ein. Am Ende, wenn ich damit fertig bin, dann schmeiße ich das aber alles weg. Also auch mit dem Akku. Leider ja. Es ist natürlich vorgesehen, dass man das recycelt, heißt dann zu passenden Stellen, zum Wertstoffhof zum Beispiel, bringt oder halt in die Läden, wo man das auch kauft. Da kann man das immer vorbeibringen und wir bringen das dann halt zum Wertstoffhof, sodass es dann halt regelrecht recycelt wird. Passiert das denn oder sagst du, die Leute schmeißen das eigentlich in den nächsten Mülleimer? Also ich hoffe natürlich, dass die meisten Kunden von uns wiederkommen, aber im Grunde viele landen im Müll leider. Jetzt interessiert mich total, wer kauft denn diese Vapes hauptsächlich? Also hauptsächlich natürlich jüngere Menschen, einfach wegen den Geschmäckern. Es ist süß, es ist lecker. Aber auch ältere Menschen dann mit herberen Geschmäckern, so Kuchen oder Tabak zum Beispiel. Wenn du sagst, das kaufen hauptsächlich junge Menschen, kaufen das auch sehr junge Menschen? Natürlich nicht unter 18. Unter 18 kommt man hier nicht in den Laden rein. Und grundsätzlich ist der Verkauf erst ab 18 gestattet. Aber man sieht natürlich auch jüngere Menschen damit rumlaufen. Also irgendwoher kriegen sie anscheinend. Tatsächlich haben 2022 fünfmal so viele Jugendliche gedampft wie noch 2021. Ein Grund dafür sind wahrscheinlich Influencer, die Vapes auf Social Media feiern. Der YouTuber Montana Black raucht keine Zigaretten mehr, sondern zieht an Vapes. Auch das Model Cheyenne Ochsenknecht dampft in die Kamera. Und dieser Typ hier im E-Zigarettenkostüm hat über 2,5 Millionen Views. Online-Werbung für Vapes ist in Deutschland verboten. Und trotzdem gibt es viele Videos, die so die Botschaft haben, Vapes sind cool und es ist cool, da mitzumachen. Deswegen möchte ich wissen, was dieser Vape-Hype mit euch so macht. In der Kölner Fußgängerzone höre ich mich um. Hast du denn schon mal Vapes benutzt? Ja, leider. Ja, probiert habe ich es auch schon mal, aber ist jetzt nicht so meins. Auf gar keinen Fall. Nein. Wir sind gegen das Vapen. Ich habe auf jeden Fall schon mal Vapes selber gekauft, selber geraucht. Was sind denn deine Gedanken zu Vapes? Dass es etwas mit dem Mitläufersein zu tun hat, weil halt die meisten jetzt das Vape als cool ansehen, jedoch ist es halt gar nicht so, es ist einfach sehr, sehr schädlich. Ich finde, das zerstört Jugendliche innerlich und äußerlich. Und ist eben auch schlecht für die Umwelt. Es ist halt so eine Gewohnheitssache, man kann sie an jedem Kiosk kaufen. Schmeckt wie Süßigkeiten, ich denke, wir lieben alle Süßigkeiten. Das ist natürlich auch das Gefährliche und Verführerische daran. Wie gefährlich das Vapen tatsächlich ist, will ich von einer Expertin wissen. Professor Monika Gappa ist Kinderärztin und auf Lungenkrankheiten spezialisiert. Was passiert denn eigentlich mit mir, wenn ich vape? Die meisten Vapes enthalten Nikotin. Wenn ich regelmäßig vape, dann ist das mindestens genauso gefährlich wie die normale Zigarette. Nikotin ist ein Gift, das von der Tabakpflanze produziert wird. Sie wehrt damit Schädlinge ab. Dieses Gift steckt in Zigaretten, aber eben auch in den meisten Liquids für Vapes. Atmet man den Dampf von so einer E-Zigarette ein, dauert es wenige Sekunden, bis das Nikotin das Gehirn erreicht. Da sorgt es für ein angenehmes Gefühl. Dampft man regelmäßig, gewöhnt sich der Körper schnell an das Nikotin und man will immer mehr davon. So wird man abhängig. Bei Jugendlichen wächst das Gehirn enorm schnell, so wie der ganze Körper enorm schnell wächst. Und das, was in dieser Zeit passiert, das setzt sich fest. Das heißt, am Anfang ein gutes Gefühl, dann ganz schnell die Abhängigkeit, dann die Störung von Gedächtnis, Konzentration und das Leben wird von dem Wunsch nach dem Vapen bestimmt. Viele Leute sagen, dass das auch der Türöffner ist für andere Drogen,
die noch viel gefährlicher sind. Deswegen sollte man überhaupt nicht anfangen. Es gibt ja auch Vapes ohne Nikotin, in denen ist das gar nicht drin. Sind die dann ungefährlich? Es gibt kein Vape-Produkt, was ungefährlich ist. Alle Produkte, die inhaliert werden, die nicht rein in Luft sind, die wir zum Leben brauchen, sind erstmal grundsätzlich gefährlicher als das, was wir sonst atmen. Der Dampf, den man beim Vapen einatmet, enthält verschiedene Stoffe. Manche davon sind krebserregend. Forscherinnen und Forscher vermuten außerdem, dass einige Stoffe das Risiko für Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Weil Vapes relativ neu sind, fehlen aber noch Langzeituntersuchungen dazu, was sie mit der Gesundheit machen. Vapen kann also stark abhängig machen und ist wahrscheinlich auch gesundheitsschädlich. Trotzdem lassen sich viele junge Menschen davon verführen. Und das freut vor allem die E-Zigarettenindustrie, die daran Geld verdient, wenn junge Menschen früh mit dem Vapen anfangen. Ich treffe jetzt zwei, die genau darüber aufklären wollen. Das sind Sophia und Joanna. Die Schwestern machen Musik und haben letztes Jahr den 2. Platz bei einem Hip-Hop-Wettbewerb gegen das Rauchen geholt. Heute drehen Sophia und Joanna ein Video für ihren neuen Song übers Vapen. Hallo zusammen. Hallo. Hi, Robert. Joanna. Hi. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und das sieht ja schon mal sehr cool aus, wo wir das Video heute drehen, ne? Die Kamera übernimmt Erdem, der Vater der beiden. Hast du mich drauf? Ja, du bist drauf. Und denk dran, wenn du gleich jetzt abspielst, dass du zwischendurch auch wieder dich ein bisschen bewegst. Mal näher ran, mal weg. Ich sehe schon, hier sind Profis am Werk. Wenn ich die Vape jetzt ziehe, ja, dann musst du ein bisschen näher kommen, okay? Okay. Los geht's. Ist da denn wirklich so was Schlimmes dran? Selbst meine kleine Schwester fragt, ob sie auch mal probieren kann. Okay, dann müssen wir nochmal machen. In verschiedenen Szenen zeigen die Schwestern, wie harmlos Vapes auf den ersten Blick erscheinen. Fast wie eine Süßigkeit. Gut. Okay. Oh, krass. Oh, das sieht so cool aus. Wir räumen auf. Aber wofür eigentlich das? Also welche Figur hast du da dargestellt? Ja, also ich stelle die Zigarettenindustrie dar. Okay. Und das Geld, das soll so das einfach so darstellen, dass die Zigarettenindustrie, die ist ja das Einzige, was so den Profit macht an dem Ganzen. Also das ist die Kritik an der Industrie hinter den Vapes. Genau. Was ist so insgesamt die Botschaft von eurem Video? Also wir wollen jetzt mit dem Video nicht sagen, die Leute, die Vapen oder Rauchen sind scheiße, sondern wir wollen einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Thema legen. Wir wollen zeigen, dass es halt eben nichts Normales ist, was man so macht, dass es ein harmloser Trend oder so ist, sondern dass es wirklich eben ganz schreckliche Folgen für einen selbst haben kann, für die Umwelt auch, gerade eben, wenn man sie direkt nach einmal benutzen wegwirft. Für die nächste Szene gibt's Unterstützung von Sophias Freundinnen. So, das ist die Verstärkung. Was passiert denn jetzt? Wir drehen jetzt die Gruppenszene, wo wir alle vapen. Okay, dann hole ich schon mal die Nebelmaschine, was? Das Video reichen Sophia und Joanna beim diesjährigen Hip-Hop-Wettbewerb ein. Ich persönlich finde es absolut preisverdächtig, aber natürlich bin ich jetzt auch parteiisch. Boah, dieser Gruppenzwang, alle fangen um mich an. Mein großer Bruder kaut uns selbst vom Kiosk nebenan. Klick einfach nur das Kästchen an, dass du volljährig bist. Der Firma ist so wichtig, dass du deine Kohle gibst. Ist da denn wirklich so was Schlimmes dran? Selbst meine kleine Schwester fragt, ob sie auch mal probieren kann. Riecht wie eine Süßigkeit, doch das ist nur der Schein. Ich find's total cool, wie Joanna und Sophia sich stark machen gegens Rauchen und Vapen. Weil man muss es so klar sagen, die hier sehen vielleicht ungefährlich aus und schmecken auch so, aber sie sind alles andere als harmlos. Deswegen, was denkt ihr denn über Vapes? Habt ihr auch Leute in eurem Umfeld, die rauchen oder dampfen? Dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar unter 9,5.de und schaut mal in der ARD Mediathek auf unserer 9,5-Seite vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.